Ersatzteile. Again, 79%. Dann wollen wir mal gucken. Hier vorne brauche ich mich erstmal nicht. Wenn ich den komischen John zu mir nehme, muss ich, ich glaube, warten. Wir warten dann einfach mal. Mal gucken, dann geht das unten lang. Dann bleibt die Wache am Leben und wir haben kein Blut vergossen. Hm. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Weg da. Weg da. Weg da. Hip. Ich spotte das. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit sind die neuen Kollegen. Ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Gottverdammte Maschine! Schnappen. John? Ich brauche deine Hilfe. John? Dann das. Echt super. So. Steckt den Rest ein oder nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Es ist nie genug. Also ich frage mich ja immer, was so in Köpfen von Autoren vor sich geht, ne? So Personen mit sehr viel Fantasie, die solche Geschichten hier schreiben oder auch anderes. Weil irgendjemand muss sich ja sowas immer mal ausdenken, ne? Ich weiß es nicht. Ne? Pokémon Snap bekommt nächste Woche ein gigantisches, kostenloses Update mit neuen Strecken, Monstern und Funktionen. Warum seid ihr nicht Fifi? Hätten sie locker ein DLC draus machen können? Nicht frei sein? Okay. Befreien. Ihr könntet mitkommen. Das ist sehr untypisch eigentlich für Nintendo. Lernen sie etwa dazu? Mir-Warschuhe. Pizza XXL mit Käserand. Der Tag könnte noch was werden. Solange Ringfit kein Update mit neuen Übungen bekommt? Nee. Boah, Ringfit, ne? Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Könnte sein, Strike könnte sein. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Mitnehmen. Sie kommen mit uns. North gefällt das nicht. Jericho weiß, gefällt das. Mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Hat er irgendwie recht, ne? Ich hole ihn trotzdem. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir.
Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. 10 Minuten ab wann? Ab da, wo er es gesagt hat oder ab da, wo er jetzt losläuft? Oh, süße kleine Hunis. Gehen wir hier rein. Jetzt nehme ich mal nicht die Waffe. Ich muss auch irgendeine dritte Möglichkeit hier haben, ne? Lass mich mal gucken. Eigentlich brauchen wir noch eine dritte Möglichkeit. Schlüssel finden. Im Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Da ist was. Sieht so aus. Kann ich mal einfach so gehen? Sein. Hier nee, ist es besser als draußen auf Patrouille. Jetzt einfach wieder. Nee, ich kann gar nicht raus. Okay, finde den Schlüssel. Das haben wir jetzt. Das heißt, wir sind. Geh rüber. Ratsch-Freunde fürs Leben! Shell Upload, hi. Vielen, vielen Dank. Okay, wir haben den Schlüssel gefunden. Wenn ich jetzt einfach wieder gehe. Die Waffe, die will ich jetzt mal nicht nehmen. Hier kann ich, glaube ich, nur den Stromausfall machen, ne? Einen Stromausfall verursachen. Die Wachen nach draußen locken. Scheiße, was war das? Das war ein Fässer. Wieder rein. Oh, sneaky wie eine Katze. Okay, wir müssen durchs Badezimmer nach draußen. Mensch, sind wir gut. Hast du ihn? Cool. Mensch, sind wir gut. Schnell, rein hier. Irgendwie habe ich heute so ein bisschen Rücken. Ich weiß auch nicht. Thank you.
Jojojo. Ich habe keine Wasserflasche hier. Ich muss gleich erstmal eine Wasserflasche holen. Wenn wir hier gleich mit dem Kapitel durch sind, mache ich kurz eine Pause und hole mal eine Wasserflasche. Ja, immer noch die Sache, dass die Schranktüren vor dem Regal stehen, wo der Kasten mit dem Wasser drin steht. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Bio-Komponenten. Ist ja nicht so, dass ich nichts trinke. Ne? Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich habe noch eine Wasserflasche, die steht aber neben meinem. Ich kam nach Jericho, weil. Faule Ausrede. Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Ah, ist der pessimistisch. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Freiheit ist immer so eine Sache, ne? Häufig geht Freiheit immer einher mit dem Einschränken der Freiheit anderer. Häufig, nicht immer. Sehr schön. Wenn der Computer mir mal sagt, dass er mich liebt, dann schmeiße ich ihn raus. Okay, Wache meiden. Wachen auflauern? Wachen meiden? Okay. Raum betreten. Ich kann ja nur den Schlüssel finden. Es gibt ja irgendwie keine andere Möglichkeit, ne? Achso, Schlüssel finden. Ich könnte aber, glaube ich, auch einfach so wieder abhauen. Dann gehen wir hier lang. Eieiei. Und da ist auch noch was. Ich glaube, das müsste ich machen. Wache außer Gefecht setzen. Wahrscheinlich, wenn ich dann von der Wache kaputt gehauen werde. Das könnte passieren, ja. Aber wir sind jetzt schon mal bei 82%. Das ist sehr gut.